Moinsen oder vielmehr guten Abend, denn wir sind heute mal im Nachtleben unterwegs. Denn während der Kieler Woche ist hier in der Bergstraße ganz, ganz viel los und Kiels coole Köpfe checkt heute einen DJ ab, der momentan im Kieler Nachtleben total angesagt ist. Sogar so angesagt, dass er gar nicht nur in Kiel, sondern mittlerweile bundesweit unterwegs ist. Da handelt es sich um Beauty and the Beats. Der liegt heute im Hills auf und den werde ich jetzt mal besuchen. Ich sitze jetzt hier schon mit Yannick auf der Couch. Der muss noch nicht ackern, weil noch gar keine Gäste da sind. Aber ich denke, kommen noch ein paar. Ich hoffe doch, vielleicht kommen ein paar noch hoch von der Kieler Woche, die irgendwie Bock haben. Und dann gucken wir mal, was heute so geht. Erzähl mal so, du hast ja jetzt schon die ersten paar Kieler Woche-Tage hinter dir gehabt. Was war so, was hast du da so erlebt? Freitag war ich auf dem Muddymarkt, hab den eröffnet. Relativ große Ehre auch für mich, irgendwie, dass sie mich gefragt haben. Und war super, hat richtig Spaß gemacht. Danach bin ich dann direkt hoch, auch hier wieder ins Hills, Ocean Jump Aftershow Party. War auch nett. Und wie ist das so als Gefühl, dass du halt quasi während der Kieler Woche, ich sag mal, in deiner Heimat so gut ausgebucht ist? Ist so ein Gefühl, was dich bestätigt, oder, als ja. DJ? Ja, das auf jeden Fall. Also für mich ist das eigentlich alles so noch immer große Ehre. Also mich freut das auf jeden Fall. So im letzten halben Jahr war das so, wie man kam an deinem Namen gar nicht mehr vorbei. Was hast du da gemacht? Was ist dein Geheimtrick? Ich weiß es nicht. Ich ziehe einfach das durch, worauf ich Bock habe. So. Ich lasse mir da nicht reinreden. Es ist vielleicht tatsächlich für manche Leute so ein bisschen irritierend. Und du hast ja so ein relativ buntes Programm. Gibt es sowas wie einen Lieblingsübergang von dir? Lieblingsübergang. Ich glaube, das, was immer am meisten reinkracht, ist diese König der Löwen-Nummer, die ist schon. Also freut mich auf jeden Fall immer so, da freue ich mich immer wie ein kleines Kind dann auch drauf so ein bisschen. Man sieht es auch, weil du strahlst schon, wenn du davon erzählst. Ja. Also ich finde es auf jeden Fall mega geil, was du machst, muss ich einfach sagen. Also ich freue mich darauf, dich auf der Kieler Woche noch häufiger zu sehen. Ja. Und ich würde sagen, wer so kreativ mit Musik spielt, der ist auf jeden Fall einer von Kiels coolen Köpfen und deshalb auch zu Recht heute vorgestellt worden.